I'm back. Ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten, mehr Englisch zu reden die nächsten 3-4 Tage, weil ich ja nach London fliege. Zuerst immer nur mit Handgepäck. Ich bin ja wirklich gespannt. Bin ich noch nie. Und ich fahre das erste Mal mit dem Auto nach Berlin zum Flughafen. Bin ich auch gespannt. Nicht wegen dem Fahren, sondern ob ich mein Navi eingestellt kriege. Aber ich freue mich. Auch wenn das Festival gecancelt wurde, freue ich mich trotzdem. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall unterwegs. Bis dann später. So. Hat eigentlich alles ziemlich gut geklappt. Ich musste zwar meinen Koffer aufgeben, aber ansonsten hat das alles gut geklappt. Ich mache jetzt los zu der Chart, diesen Aussichtsturm da. Und dann gehe ich noch was essen. Also ich melde mich nochmal. Als ich hier 2009 war mit der Schule, waren wir auf diesem Schiff und haben uns das angeschaut. Die Tower Bridge. Da ist er. So, reicht für heute. Mir war schon alles ganz cool. Und morgen geht's dann an Sightseeing. Dann habe ich Hop-on, Hop-off Bus habe ich gebucht. Also, wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen! Nach einem erfolgreichen Frühstück und einer erholsamen Nacht geht's jetzt weiter. Heute ist Sightseeing dran. Da freue ich mich drauf. Da kann ich endlich mal wieder alles sehen. Gut, die Tower Bridge und die London Bridge habe ich ja jetzt gestern schon gesehen, aber macht ja nichts. Na, ja, das wird auch wieder interessant, denke ich. Ihr werdet es ja sehen, denke ich. Also bis dann so demnächst. Durch den Hyde Park. Oh, hier sind Vögel. Hier ist eben. Ich muss natürlich gerade hier sein, wenn eine Demonstration stattfindet. Oh, ein Eichhörnchen. Die gegen den Brexit ist. Naja, hat man das auch mal erlebt. Hier wäre ich jetzt drin gewesen oder bald, aber nein,
sollte nicht sein. Ich gehe jetzt trotzdem rein. Es hat sich herausgestellt, dass in der O2-Arena noch ein Outlet ist. Da war ich dort noch ein bisschen. Und habe mir Bubble Tea gekauft und was zu essen. Jetzt wollte ich eigentlich das Cable Car hier fahren, aber da stimmt so viel an. Entweder warte ich jetzt noch ein bisschen oder ich fahre einfach mit deiner Quant heim. Mal schauen. Ja. Wie Sie sehen, liege ich jetzt im Bett. Ich bin doch nicht mehr die Seilbahn gefahren, weil die Schlange wurde halt einfach nicht kürzer und ich hatte keine Lust, mich dort anzustellen. Aber ein erfolgreicher Tag ist trotzdem zu Ende gegangen. Hat mir sehr gefallen. Und morgen geht's dann zu Madame Tussauds. Da kommt dann eine neue Folge von Steffi kommentiert zu Madame Tussauds. Das kommt wahrscheinlich dieses Jahr nochmal, weil ich nach Berlin auch gehen möchte. Ja, und ansonsten sehen wir uns morgen. Diesmal kann man kein Dinner mit George Clooney halten, sondern mit The Royal Corgi aus Buckingham Palace. Ja. Da drüben war ich da.
war mein Trip vorbei. Das war eigentlich eine coole Idee, das Land nochmal zu machen. Und in der Uhrzeit, eigentlich wollte ich eine Stunde eher, aber jetzt habe ich London ja nochmal von oben, ja doch von oben und von dunkel. Im Dunkeln. War cool. Hat mir gefallen. Ich muss mal gucken, ob ich vom Big Ben noch irgendwie ein Bild kriege. Und dann gehe ich heim ins Hotel. Ich habe mir am Piccadilly Circus und am Leicester Square zu Straßenkünstlern angeguckt. War auch interessant. Morgen geht's dann heim. Aber diesmal habe ich es nicht so weit. Zum Flughafen, weil ich ja in London City diesmal losfliege. Letztens bin ich an Heathrow gelandet. Da brauche ich nur so 8 bis 11 Minuten oder so. Mit der Bahn. Da kann ich mir morgen schön gemütlich Zeit lassen. Aber jetzt werde ich, denke ich, gleich schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye bye. Wunderschöner und doch trauriger Blick auf die O2-Arena. Hat mich trotzdem gefreut. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt aber tatsächlich gedacht, für meine letzten Videos, die ich ja immer so mache, noch ein paar Tipps zu geben, Empfehlungen, was auch immer. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen hilfreich, denke ich. Ja, damit würde ich jetzt in diesem Video starten. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Happy in London. Ist ein, wie sagt man, Burgerladen. Gibt es nicht nur Burger, aber am Piccadilly Circus ist, kann man reservieren. Sollte man wahrscheinlich, wenn man zu abendbrotfähigen Zeiten geht, also so 18, 19, 20 Uhr oder so. Ich war jetzt 15 Uhr dort, war besser, kam man rein ohne Probleme und lecker war es auch. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch nicht ganz so teuer. Und soll das beste Lokal in London sein. Also ja. Geht dorthin, wenn ihr London seid. Dann, was ich gemacht habe, ich bin ja sehr oft mit der Underground gefahren oder allgemein öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe mich vorher informiert. Und da gibt es zwei verschiedene Tickets. Einmal das in der Oyster Card, das wird so ausgesprochen. Und ja, so ein Tagesticket. Das zweite kriegt man aber nicht am Automaten. Also das müsste man vorher bestellen, ist aber easy, habe ich geschaut, wird dann per Post zugestellt. Ich hatte da nur einfach keine Zeit. Und die Oyster Card, die ich mir gekauft habe, ist eine wiederaufladbare Karte. Die kann man am Automaten auch kaufen. Wenn man sie online bestellt, wäre es, glaube ich, ist es eine Visitor Oyster Card. Ich habe es mir dann vor Ort gekauft. Das ist so eine kleine Karte. Die kann man dann auch einfach aufladen. Habe ich gemacht, weil mein Geld nicht gereicht hat. Ja, so im Schnitt verbraucht man ungefähr 10 Pfund für einen Tag mit den Öffis. Und man zahlt 7 Pfund Aktivierungsgebühr am Automaten. Das muss man bedenken, aber ansonsten finde ich es easy. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor allem für kürzere Reisen. Für längere Reisen ist, glaube ich, das Tagesticket besser, aber für so Wochenendtrips und so ist die Oyster Card schon besser. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, man muss nicht viel Geld wechseln. Ich habe, glaube ich, so viel gewechselt, dass ich letztendlich 100 Pfund habe und ich habe vielleicht gerade mal 10 Pfund ausgegeben an Souvenirs. Den Rest musst du tatsächlich mit Karte zahlen. Die haben gar keine Möglichkeit, dort Bargeld anzunehmen.
Also bei den meisten stand wirklich no cash, only call. Aber ich habe bei der Sparkasse, ich bin ja Sparkassenkunde, ich habe bei der Sparkasse gewechselt. Da kann man auch die Scheine wieder zurückwechseln. Jo, dann komme ich noch schnell zum Hotel. Ich war im Ibis London Kennington, ja. Fand ich cool. Zimmer waren in Ordnung. Ja, aber es ist gerade, wenn man jetzt für eine Veranstaltung nach London, was ich ja eigentlich vorhatte, ist es gut geeignet, weil es nur eine Haltestelle von der O2 Arena entfernt ist. Also, außer ihr müsst woanders hin, zum Wembley Stadion oder so. Das ist natürlich nicht so ideal. Essen ist gut, ist zwar nicht viel, aber ausreichend. Man wird auf jeden Fall satt. Die Underground-Station ist direkt vor der Tür, also vielleicht 2 Minuten Fußweg über die Straße und dann ist man da. Und dann fährt man mit der Jubilee, das so ausgesprochen, der Jubilee Line direkt in die Stadt. Also ich bin immer London Bridge ausgestiegen. Also man braucht ungefähr 20 Minuten bis in die Innenstadt, also das ist auch easy. Und wie gesagt, gute Anbindung. Hotel ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr in Heathrow landet oder startet. Man kommt auch gut in die Stadt. Also man kann den Heathrow Express nehmen. Da braucht man eine halbe Stunde bis in die Innenstadt. Kostet aber, ich glaube, paar 30 Euro eine Fahrt. Also das war mir ein bisschen zu teuer. Deshalb bin ich mit der U-Bahn gefahren. Das ist, glaube ich, die Piccadilly Line, die dort fährt. Gut, da brauche ich natürlich dann länger. Ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht. Ungefähr. Aber war okay. Also ich glaube, ich habe 5,70 € gezahlt für die Fahrt. Ja, also das war deutlich günstiger als der Heathrow Express. Ja, für Reisepass braucht man natürlich, aber auch die Kontrollen am Flughafen waren easy. Also man musste die einscannen und dann musstest du dein Gesicht in die Kamera halten und dann warst du eigentlich schon durch. Also da gab es keine Probleme. Und mein Wochenende war supi. Also alles zu empfehlen. War ein sehr schönes Wochenende, auch wenn ich kein Festival hatte. Ich hoffe, euch haben die Tipps und Empfehlungen auch noch ein bisschen geholfen. Ich würde das jetzt immer so machen. Ich denke, da sind meine Videos nicht nur ein bisschen unterhaltsam, sondern auch noch ein bisschen hilfreich. Aber auf jeden Fall sehen wir uns dann das nächste Mal in Berlin im November. Zweimal. Einmal zum Monatskonzert und einmal zum Kiso-Konzert. Gut, das Kiso-Konzert werde ich wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen, weil ich einmal Kiso-Konzert und einmal Berlin, weil da ja noch ein bisschen Madame Tussauds und sowas. Und ja, dann weiß ich noch nicht. Also Ausland reicht erstmal. War genug für dieses Jahr, denke ich. Und ja, wir sehen uns in Berlin im November. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Hat mich wieder sehr gefreut. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und